Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Es bleibt zu viel kleben. Mach die Blutrinnen tiefer. Erweisen wir dem Hund eine Gnade! Ich kann nicht schon wieder kämpfen. Ich habe doch nichts mehr zum Heilen, Leute. So, pass auf. Ich mach das. Das. Das und das. Warte. 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 Da. Kann ich noch einen? Und den. So, jung. Schlag mich aber bitte nicht, ne? Ich stehe vor dir. Befreien wir die anderen. Dann kannst du deine Männer rausbringen. Und ich kümmere mich um Wasif. Rausbringen? Sei kein Narr. Das ist der perfekte Startpunkt. Wir werden hier alles vollständig niederreißen. Ach, das sind seine Männer. Ach, cool. Wisst ihr denn noch irgendwas? Ali will die Aufständischen befreien, die im Inneren der Garnison. Ach so. Befreien, okay. Warte, ich komm mit. Der Aufseher hat den Schlüssel zu unseren Zellen. Vorsicht! Er ist gefährlicher, als er aussieht. Ja, den habe ich doch eben schon mal gesehen. Habe ich hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ach, Basim ist sauer. Basim sucht den Schlüssel. Da oben ist der Typ mit dem Falken. Ah, da oben ist auch der Typ mit dem Schlüssel. Und da sind noch andere Typen. Das ist immer schlecht. Okay, Kletter doch mal hoch. So. Ach, hier kann ich schon wieder nicht. Boah, wie haben die das hier bitte gemacht? Ja, der kommt nicht nach hier, ne? Ist natürlich von innen verriegelt, was auch sonst. Achso, ist eh eine andere Seite. Dann versuchen wir mal hier. Irgendwie... Äfft euch einfach alle. Es ist so ätzend, ehrlich. Kann ich da hoch? Warte mal, kann ich da hoch? Das sieht mir fast so aus, oder? Sind die am Suchen hier? Der ist weg. Der hat sich verkrochen. Ne, ist auf der anderen Seite. Ah, ich dachte schon. Okay, sonst hätte ich die nochmal eben platt gemacht. Ich hoffe, da hinten, der sieht mich nicht. Oh, Moment, Moment, Moment. Das brauche ich ganz dringend. Oder auch nicht, weil meine Gesundheit voll ist. Ja, aber ich kann mich ja nicht mehr heilen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Was ist das hier eigentlich? Kann ich das kaputt machen? Sollte ich das kaputt machen? Ich kann ja, aber es bringt mir nichts. So, Moment. Wir versuchen jetzt erstmal da auf die andere Seite zu kommen.
Gucken, ob das wenigstens möglich ist. Ich hoffe, das Adlerauge sieht nicht alles. So, da hinten sind zwei Leute drauf. Unten sind, wenn ich das richtig sehe, auch zwei Leute. Ich müsste eigentlich einmal im Bogen darüber, oder? Ich könnte... Ich könnte dahin, aber das Problem ist halt, dann sehen die mich auf jeden Fall. Guck zur anderen Seite. Ist hier noch irgendwo einer? Da hinten stehen auch nochmal drei. Ich könnte von rechts angeschlichen kommen. Das Problem ist, dann sieht er mich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt hier durchlaufe, sieht er mich wahrscheinlich auch. Ich komme so oder so, komme ich wahrscheinlich nicht um den Kampf drumherum, nehme ich mal an. Da käme ich rüber. Ich probiere es mal. Ich habe keine Ahnung, aber ich probiere es mal. Wahrscheinlich wird das jetzt sowas von im Arsch sein. Jetzt bewegt er sich, oder was? Da ist der Aufseher. Jetzt sag mir nicht, der rennt jetzt nicht hier eine Runde. Du, boah. Dann schalte ich jetzt erstmal den Falkentypen hier aus. So. Hast du den Kerl aus Ascham gesehen? Nun ist der Weg für Enkidu frei. Genau. Wo ist er? Wo ist das Sackgesicht hier? Such mir den Schlüssel. Such. Jetzt sucht er mir gar nichts mehr. Super. Aber er ist jetzt irgendwie außerhalb von meiner Reichweite auf jeden Fall. Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Da. Okay, mir wäre es aber ehrlich gesagt lieber, wenn er hier vorne wäre, wo der eben gestanden hat. Kommt er jetzt hier nochmal zurück oder muss ich den jetzt hier jagen? Das Problem ist auch, wenn ich da hinten hingehe, muss ich auf jeden Fall zwei Leute töten. Kriege ich das hin? Ich glaube es ja nicht. Ups. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ach, das ist einfach so runtergeflogen. Es ist nichts passiert hier. Genau, geh du mal alleine woanders hin. Das stimmt hier nicht. Ah, doch, stimmt alles. Ich wäre in Stimmung, etwas Böses vergessen. Schlüssel. Jetzt stirbst du! Genau, Missgeburt.
Oh, eigentlich habe ich das schon gedacht. Das seltsame Geräusch herzugeben. Wann gibt es die mal nicht? Haltet einfach die Augen offen. Au. Da bist du ja. Der flieht. Wie ein griechisches Schaf. Der ist mit den Blauen am Kämpfen, das ist meine Chance. Boah, ist das dein Ernst? Wieso kann ich jetzt hier nicht einfach drin bleiben? Von zwei Seiten zugleich. Ja. Der Zellenschlüssel. Befreien wir die anderen. So, ich muss irgendwo hier wieder hin zurück. Nee, da hinten waren die, oder? Da hinten waren die. Ist da jetzt noch jemand? Sieht nicht so aus. So, Jungs, ich hab den Schlüssel. Ich brauche mal kurz was zu essen. Alle raus hier. Zack, zack. Ja. Für Beschi. Raus mit euch. Ich sagte raus, so nicht wie die aufgescheuchten Hühner hier im Kreis laufen. Sprich mit Ali. Wo ist denn Ali? Ali. Ali ist da. Okay. Komm her. Deine Männer sind frei. Jetzt muss ich Wasif finden. Direkt über uns ist ein Signalfeuer. Wird es entzündet, ruft es die ganze Garnison auf den Plan. Die Wachen kommen dann zu uns. Und ich finde einen Weg in sein Gemach, solange er allein ist. Gut, ich entzünde das Feuer. Denk an unsere Abmachung. Wie könnte ich die vergessen? Entzünde das Leuchtfeuer. Der hat gesagt, direkt über uns. Was meint er damit direkt über uns? Ach, da hinten wahrscheinlich. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Genau. Da komme ich hin. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas entzünden kann, aber da komme ich hin. Hoffe ich. Das sieht mir doch sehr hoch aus. Hm. Müsste aber eigentlich, ne? Ich habe ja vorhin alle ausgeschaltet. Deswegen mache ich das ja auch immer so. Auffällig hier hin, Junge. Öffne die Falltür zu Wasifs Gemach. Was heißt denn die Falltür? Wo muss ich denn da hin? Oben, unten, links, rechts? Ich habe keine Ahnung. Ich kann aber jetzt hier oben theoretisch rumgehen. Da sollten ja jetzt keine neuen rumgekommen sein, ne? So, warte mal. So. Da steht noch einer drüber und da unten steht noch einer.
Ja, muss ich, glaube ich, von unten aus. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Wir treffen uns morgen früh am Grab von Ibn Hanbel. Das ist ein Bluter! Posten in den Tod! Willst du? Ich wollte gerade sagen. Kommt da jetzt einer? Hat er da doch gerade was gehört? Ja! Warte, jetzt geht's doch! Oh Gott! Natürlich. Meine Zielperson und nochmal zwei Wachen. Wie komme ich da hin? Rechts oder links? Da ist ein Sackgasse, so wie es aussieht. Ich denke, ich muss auch hier durch die... Ja, ja, oder? Oder sind die draußen? Sei still! Schreib mit, schnell! Der Ketzer Ali und seine Aufständischen greifen die Garnison an. Erbitten Verstärkung! Verstärkung war da, hat ja nichts gebracht. Eine Feder. Ist das nicht ironisch? Wurde sie einem Adler abgenommen, der vom Himmel fiel? Ein Symbol der Freiheit. Ein Wort, das du nicht oft benutztest und nie wieder benutzen wirst. Oh, das ist also Freiheit. Und doch sehe ich keinen Ausweg. Wir müssen uns den Weg hinaus freikämpfen. Der Umschwung beginnt nun mit uns! Mir nach! Ob das so gut ist? Gleich verstummst du! Ich will den Weg aber nicht freikämpfen. Macht ihr das mal. Das ist ein guter Anfang. So, ich muss erst mal wissen, wer von denen... Sie noch? Ihr Heerführer ist bereits tot.
Das war's. Verschwinden wir von hier. Folgt mir! Bleibt zusammen! Verstehst genau, du das bleibt zusammen. Dir ihr kämpft, Weg ich aus laufe. Einer Garnison frei zu kämpfen. Wieso? Fehlt dir der Mumm für einen ehrlichen Kampf? Nein. Ich bevorzuge nur ein ehrliches Attentat. Ja, ganz meine Meinung. Ich hoffe, du bildest deine Leute besser aus als der Heerführer. Kannst du es nicht sehen? Der Kampf ist schon beinahe vorüber. Oh, geschafft. Das war knapp. Nicht nehmt knapp. Ihr mal die anderen. Unvermeidlich. Mehr Wachen! Kann ich auch einfach hinauslaufen? Ich meine... Oh, nicht wieder so einer. Ich bin schneller. Du kämpfst voller Inbrunst. Unmöglich. Denk an die Beine, Beine. Du kämpfst voller Inbrunst. Womöglich spricht dich unsere Sache doch mehr an, als du zugibst. Das war der letzte. Nehmen wir denselben Weg, auf dem wir reinkamen. Oh nein, Tzatziki. Wir gehen durch das Haupttor. Zu mir! Nicht mehr lange. Der Sieg ist unser. Wir sind bei dir, Sahib Asanj. Ich will mir aber keinen Weg hier erkämpfen. Ich will jetzt kein Kopfgeld wegen dem kriegen. Das ist ein guter Tag. Wir treffen uns im Bruderschaftshaus. Hm. Unser Kampf beginnt! Wir finden Freiheit oder den Tod! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Ich sollte zurück zu Fulad, ins Bruderschaftshaus. Ja, wir haben freudigerweise mal kein Kopfgeld. Das finde ich super. Leider haben wir die Folge schon immens überzogen. Ich denke mal, dass... Hallo? Kannst du auch normal laufen? Ich denke mal, dass ich zwei Folgen draus machen werde. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal ganz schnell auf den Weg zurückbegeben und wir sehen uns gleich im Haus wieder. Wenn man vom Kater spricht, kommt er. Und da ist er. Komm leise, geh leise. Damit die Katze dich nicht zerreißt. Du hast Wort gehalten. Wasif ist tot und alle, die davon hören, hören von mir. Ich bedauere, dass wir Beshe nicht retten konnten. Er war sehr tapfer. Schon jetzt erzählt man sich in ganz Bagdad von ihm. Mit seinem Tod befreit er mehr als in seinem ganzen Leben. Freiheit hat ihren Preis. Die Frage ist nur, ob wir ihn auch zahlen. Beshe tat es mit Stolz. Ich habe viel zu tun. Ich würde euch Frieden wünschen, aber wir wissen, dass das nicht euer Schicksal ist. Oder meins. Ich fürchte, Ali hat recht. Nichts wird diesen Aufstand jetzt noch aufhalten. Vielleicht ist es besser so. Was er sagt... In der Garnison sahen wir Wasif mit Statthalter Muhammad ibn Tahir streiten. Muhammad? Merkwürdig. Ich werde ihn im Auge behalten. Wir sehen uns später. Ruhig, Basim. Ich bin da.
Basim, mach langsam. Ich darf sie nicht warten lassen. Ist deinen Gefährten eigentlich bewusst, dass ihr Jäger im Schlaf selbst gejagt wird? Wenn er nur im Schlaf käme, könnte ich es ertragen. Aber er folgte mir, als ich aus El Anbar floh. Und nun kommt er auch, wenn ich meine Ziele töte. Die aus dem Palast. Mit den Masken. 4 tot durch meine Hand. Der letzte, der Kopf der Schlange, schließt sich ihnen bald an. Warum die Kehle durchschneiden, wenn du die Zunge lockern könntest? Was? Wieso sollte ich... Der Djinn schlug nur im Schlaf zu. Er war dir tagsüber nie auf den Fersen, bis du in jene Truhe gegriffen hast. Die Maskenträger schätzten ihren Inhalt sehr. Diesen antiken Gegenstand, der durch deine Berührung erwachte. Leben könnten sie Antworten geben. Ich jage meine Feinde. Ich breche nicht das Brot mit ihnen. Ich habe einen Eid geschworen. Wie kannst du jagen, wenn du gehetzt wirst? Wer ohne Last im Dunkel wandelt, kann dem Licht besser dienen. Ich halte meine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Nicht vom Orden der Ältesten. Wenn du deine Feinde nicht fragen willst, was in der Truhe war, dann frag deine Freunde. Und warum sie danach suchten. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.